Einen recht schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und herzlich willkommen zur Mitfontane, diesmal nach Schottland. Die Koffer waren gepackt, die Billets gelöst. Die Mittelbank, auf der wir saßen, zog genau die Grenzlinie zwischen zwei verschiedenen Elementen, aus denen unsere Reisegesellschaft bestand, zwischen armen Engländern und sparsamen Schotten. Denn der Engländer fährt nur dritter Klasse, wenn er muss, der Schotte, wenn er kann. Inzwischen war es Nacht geworden und jeder schickte sich an, der Ruhe zu pflegen, so gut es die Wände und Bänke irgend erlaubten. Die Schüler lagen schnarchend auf harter Diele. Die Kinder schliefen, die Flaggen waren eingezogen. Nur die alte Lady saß noch immer aufrecht, fest entschlossen, stärker zu sein als Schlaf und Ermattung. Ein alter Kellner von viel über 60 trippelt freundlich und geschäftig um uns herum und erzählt uns plauderhaft von den Geschicken seines Lebens. Französische Säbel, unter die sein Hinterkopf während des Spanischen Kriegs geriet, haben seiner Laufbahn und seinem Verstand ein rasches und bescheidenes Ende gesetzt. Aber was er bei Astorga an Hirn verloren hat, ist seinem Herzen zugute gekommen. I ever liked your Thomas More, I like him more now than before. The Irish harper's full accord sounds mightier in the spoken words. Deceiver, deceive no longer me. You are a poet as well as he. In the sky, in the glory on my plate, is more than time was passing by. Die Gespenster scheinen hier eine Art Landesprodukt zu sein. Und in der Tat, ich möchte den sehen, der nachts an Scone und Dunsinnen vorbei das große Blach und Steinfeld der Grafschaft Inverness durchschreiten kann, ohne Gespenstern begegnet zu sein. Meilenweit kein Baum, kein Strauch. Die Grampians rechts, ein Gebirgsbach links. Nichts hörbar als das Rauschen des Wassers und der Hufschlag des eigenen Pferdes. Über den Weg fallen wechselnd die Bergschatten und ein Schneehuhn fliegt auf. Wer solchen Ritt machen kann, ohne die Hexen Macbeth um eine Bergwand biegen zu sehen, der hat sich selbst sein Urteil gesprochen. Die Geisterwelt ist ihm verschlossen. Danke.